Mein lieber Schuster, was für ein Waren, was für eine Frau. Wir sind heute mal bei einem Mann. Er behauptet, er hätte der längste von Thüringen. Der längste Ware von Thüringen. Bei mir ist der Dominik. Hallo Dominik. Hallo, Gräfin. Ja, der Gräfin, das ist ein bisschen übertrieben. Mein Name ist Rita, du kannst auch die rote Tulpe von Amsterdam zu mir sagen, wenn du möchtest. Du hast die längste von Thüringen. Ich habe die längste von Thüringen, ja. Also die längste Limousine von Thüringen. 8 Meter und ist ein Ford Lincoln Town Car. Sie hören jetzt schon, das Kätzchen ist am Schnorren. Wie man bei uns in den Niederlanden sagt, der Katje ist am Schnorren. Wenn Sie mal, ich halte Sie mal eben mal rein. Die Ware ist am Brummen. Dominik, was hat diese Ware für einen Verbrauch? Wir haben hier in Deutschland hohe Spritpreise. Ja, dieser Wagen nimmt so 15 bis 20 Liter auf 100 Kilometer. Das ist eine beachtliche Leistung. Der Dominik zeigt uns jetzt mal, wie schnell er ist hier für eine private Atmosphäre, wenn es heimelig wird bei uns im Wagen. Der Dominik zeigt uns mal, wie schnell wir hier secure, also wir machen jetzt secure, sagen wir in Holland. Wir machen es jetzt sehr heimelig. Sei mal so gut, mach einmal so. Sehen Sie mich noch? Können Sie mich sehen? Hallo? So, und da kann ich meine Gefühle frei laufen lassen. Und mir wird es jetzt schon herrlich warm in dieser Ware. Hast du für prominente Gäste schon in deiner Großraumlimousine? Ich hatte hier schon Mr. Wien-Double drinne und den Rolf Eden. Ich wäre Rolf Eden, der Playboy. Ja, der... Eine ganz sympathische junger Mann. Ja, sehr junger Mann. Würde sich auch freuen, mit dir bestimmt jetzt hier so in der Limousine so ganz ungestört zu sein. Du meinst aber nicht, dass wir das falsch verstehen. Ich bin seit Jahren glücklich verheiratet. Oh, das wusste ich nicht. Sorry, da nehme ich alles zurück. Jetzt kommen wir zu meinem Kindheitstraum. Ich wollte immer wie Königin Beatrix immer schon mal fahren in eine Limousine und wollte mal so winken. Ja, und ich verabschiede mich von Sie. Es war mir eine große Freude. Guten Mittag aus Erfurt.